Hallo, 30 Freunde. Heute schauen wir uns wieder ein Vorfacelift Cabrio an, einen Gebrauchtwagencheck. Dieses Fahrzeug steht zum Verkauf, das heißt, der Sommer naht, ihr könnt noch zuschlagen. Und ich werde versuchen rauszubekommen in diesem Video, was der Wagen für einen Zustand hat und auch einen Fahrzeugwert versuchen zu ermitteln. Und ganz am Ende von dem Video vergleichen wir nochmal dieses 320 Cabrio von der Performance her oder vom Fahren her mit einem 325i, dass man so einen kleinen Vergleich bekommt, wie viel geht ein 325i eigentlich besser? Verdeck ist also hier nicht nagelneu, aber durchaus brauchbar. Wir haben eine klare Heckscheibe ohne irgendwelche Beschädigungen und es lässt sich vielleicht auch mechanisch perfekt öffnen. Wir gucken mal. Daniel öffnet es einfach mal. Ansonsten wisst ihr, wie es bedient wird. Daniel, eigentlich muss ich dich jetzt schon mehr rügen, du musst die Scheibe ein bisschen runterlassen. Aber egal. Ja, wenn die Dämpfer hier nicht mehr die frischesten sind, ne, dann muss man hier mit der Hand ein bisschen festhalten. Also, wir haben auf jeden Fall hier Zinnoberrot. Das Fahrzeug ist Vorfacelift, ne? Gut zu erkennen an den Chromstoßstangen und an den kleinen Rückleuchten. Heckblech sieht sehr, sehr gut aus. Noch schön original, nicht durchhängend hier in der Mitte. Wenn es in der Mitte anfängt, hier ganz leicht durchzuhängen, gab es nochmal einen minimalen Feinkontakt. Das ist ja alles noch tippitoppi. Auch die Stoßstangen machen noch einen super Eindruck hier. Also auch hinten quasi nichts dran. Hier eine ganz minimale Unebenheit, aber das ist auch Pillepalle. Wir haben natürlich unsere Sicke noch vorhanden, die da auf jeden Fall sein muss. Nachlackierungsspuren sehe ich erstmal nicht. Wir können aber gleich mal mit einem Lackdichtemesser rangehen. Ich glaube, das ist einmal rüber lackiert, 0,35. Das ist hier Originallack. Auch Originallack. Auch Originallack. Original. 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 Original, aber nicht mehr der Originale dran, ne? Also einmal getauscht, vermutlich. Aber Originallack. Deshalb gibt es hier auch quasi keine Farbunterschiede. Oder er war einfach nur mal ab, kann auch sein. Jetzt haben wir da Wind, aber hier ist Original. Ich hoffe, ihr hört es. Ja, die Haube ist noch komplett original. Alles Originallack, das ist natürlich auch ein super Kaufargument. Also den Wagen würde ich dann an eurer Stelle auch nicht neu lackieren, sondern tatsächlich einfach mal alle 3 Wochen polieren das Ding. Und das heißt, wir haben tatsächlich lediglich die Heckklappe einmal lackiert. Alles andere ist hier Originallack. Das war schon mal ein Träumchen. Ansonsten Kanten komplett umgelegt, also damit vermute ich auch nachträglich. Hier haben wir eine ganz kleine Schmarre drin, nicht eine Schmarre, sondern eine kleine Delle in dem Radlauf. Ne, würde man jetzt sagen, Rentnerfahrzeug, irgendwo mal hängen geblieben. Ansonsten die Radläufe hier ein bisschen dreckig, aber in einem guten Zustand. Rostbeulen, Dellen sind hier nicht feststellbar, hier auch eine gefährliche Ecke, aber alles noch vorhanden. Ansonsten haben wir hier drauf die klassischen 7x15 Zoll Kreuzspeichen mit 205er, 55er Bereifung. Und ihr seht schon, der Wagen ist ein bisschen tiefer gelegt. Das liegt daran, dass er hier die guten Eibachfedern hat, die ich hier auch dringend empfehle für die Kabelfahrer. Ja, Blechkleid, Türen, hinteres Seitenteil, erstmal alles soweit tadellos. Ihr guckt natürlich mal unter das Auto, wie es da aussieht. Schweller Unterkante hier der Kotflügel vorne ganz leicht am Gammeln. Da könnte man jetzt also mal tätig werden. Die ganze Kotflügelkante hier nicht ganz perfekt. Aber noch einen Schuss. Jetzt haben wir hier schön mit. Hauptsache haben wir auf dem Wind. Ja, Spiegel wieder in Wagenfarbe lackiert. Gehört so nicht. Hier sieht man auch mal, wie frisch das Zinnoberrot eigentlich aussieht. Hier wäre ein bisschen Lackstiftarbeit nötig. So, vorne haben wir also hier die DE-Scheinwerfer, typisch für Baujahr ab 88. Schwarze Blinker, Nebelscheinwerfer. Die beim 320er nicht unbedingt Pflicht sind. Hier wäre wieder Lackstift angesagt. Wir haben diese Jimmy Hill Front. Ne, wer es mag, kann die gerne fahren.
bevorzuge tatsächlich eher die andere originale Schürze. Hier noch ein paar Polierreste. Ansonsten Grill, Niere, alles soweit vorhanden. Motorhaube natürlich ein bisschen gezeichnet. Stoßstange auch vom Zustand her absolut tadellos. Hier hängt sie einen Hauch runter. Hier könnte man sie ein Stückchen nach oben schieben. Da hat irgendjemand sich eingenistet oder das soll die Befestigung sein. Reifenprofil sieht auch sehr gut aus. Aha, da hinten fehlt der Unterfahrschutz. Deshalb hängt auch der Innenkoti hier ein bisschen dran. So, wie sieht denn diese kurzflügige Unterkante aus? Wir gehen noch kurz runter. Auch die hat hier schon die ersten Blessuren. Das muss also hier umgehend gemacht werden. Ist aber noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Ne? Also das ist hier nur, würde ich sagen, oberflächlicher Rost, der sehr gut zu beseitigen geht. Wir gucken mal den Schweller hier links gleich zu Ende. Das sieht ja alles soweit in Ordnung aus. Ist auch Cabrio-typisch. Also da gibt es eigentlich keine Probleme, außer es gibt wirklich ernste Vorschäden. So, Seitenteil hinten, wenn wir gerade hier so schön stehen. Keine Welligkeiten drin. Gucken wir uns noch mal kurz den hinteren Radlauf an. Kante auch umgelegt, schön gleichmäßig, sehr dezent, nicht ganz dicht dran und auch nicht gezogen, sondern nur ganz leicht umgelegt. Hier geht so ganz leicht vielleicht der Gammel los. Ich glaube, hier trennen sich diese beiden Blechschichten. Ja, genau, hier in dem Bereich trennen die sich gerade ein bisschen. Das heißt, hier gibt es so den ersten Rost. Bestimmt eine Folge dieses Kantenumlegens. Müsst ihr euch also auch überlegen, ob ihr es macht. Hier unten ist alles noch soweit in Ordnung. Naja, hier geht es aber auch schon an der Kante los. Auch hier sind die beiden Blechteile auseinandergegangen. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Fahrertür zu begutachten. Hat da eine kleine Macke. Hier ist wieder Pinselarbeit eigentlich angesagt. Ja, ansonsten Spaltmaße sehen super aus. Da gibt es nichts zu meckern. Gucken wir uns gleich mal hier diese Einstiege an. Die Türpappe hängt ein bisschen. Ne? Die bleibt dann gerne hier dran kleben. Ist die Frage, wo genau? Müsste man sich nochmal angucken. Könnte man natürlich hier vermuten, dass es da ist. Muss die Dichtung vielleicht nochmal richtig rangekloppt werden. Müsste man hier quasi mal hintergucken, wie es diesem Lederlappen hier geht. Das ist ja auch eine klassische Stelle, dass es hier anfängt zu gammeln. Das sieht hier nur nach ganz kleinen Rostpieksern aus. Auch hier sauber machen, Lackstift, kann aber auch Konservierung sein. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall noch Originalzustand. Auch sehr viel wert. Ja, hier könnte man noch ein bisschen Kosmetik machen. Hier ist überall der Wachs, der rausläuft. Ist aber ansonsten absolut tadellos. Wir haben diese typischen Kunststofftürpappen. Spiegelhochtöner drinne. Keine Leuchtweitenregulierung. M-Technik 2 Lenkrad. Schwarze Ledersitze, die üblichen, die 30 Sportsitze hier ganz schön hoch eingestellt, sehe ich gerade. Dann gehe ich noch weiter runter. Ja, so sitzt man noch hier gleich viel besser. Eieiei, guck mal, wir haben einen sehr geilen Kilometerstand von 147.000. Das ist natürlich top, weil die meisten Autos haben in dem Alter dann doch schon 200, über 300.000 runter. Wir haben also hier typisch fürs Facelift, technische Facelift, hier den 60 Liter Tank an Bord. Bordcomputer, auch eine schöne Sache, aber kein deutscher, sondern ein amerikanischer. Ne? Keine Klimaanlage, der passende Schaltknopf, naja, VW 30 M3, ne? Also nach hinten versetzt. Das Getriebe ist aber trotzdem ja, ein ganz normales Getriebe. So, ansonsten haben wir hier vierfach Fenster, aber ist ja normal. Sitzheizung, Schalter, Kabelbaum vorhanden. Die Sitze haben aber keine Sitzheizung. Das heißt, hier ist schon ein bisschen was vorbereitet worden, aber die Sitze müssten noch mal ran. Und dass die Sitze noch mal ran müssten zum Beziehen, das sehen wir auch noch her, gleich an der Rückenlehne. Ja, ansonsten hier normales Kunstleder, normaler Zustand, Check-Control. Erste Scheibe noch mit den Einfahrhinweisen drauf. Verdeckanleitung auch noch komplett vorhanden. Das ist halt dann der Vorteil von dieser geringen Laufleistung. Die Sonne ist natürlich ein bisschen ausgeblichen, aber dass die Anleitung hier noch drin ist, original, ist auch eher selten. Windschutz ist nicht dabei, das braucht der Daniel für sein anderes Fahrzeug. Ansonsten, ja, die Sitze hier soweit in Ordnung, aber die typischen Stellen sind natürlich aufgegangen hier. Das heißt, hier hilft es auch nichts, das Leder runter zu beziehen, die Naht wieder schick zu machen. Das hier fehlt halt über einen Zentimeter und da auch. Das heißt, das wird wohl auf Neubezug der Rückbank hinauslaufen. Die vorderen Sitze sind gar nicht so verkehrt, aber auch hier geht es schon los, ne? Mit einer offenen Naht. Ist so ein bisschen grenzwertig. Eigentlich sind die noch brauchbar, haben noch Patina. Ich sehe gerade hier, das äußere Teil ist auch schon mal gemacht worden. Ne? Sieht man das? Andere, ganz andere Struktur als hier.
und dort. Also das war auch schon mal beim Sattler, hier wurde schon mal getauscht. Aber ich denke, komplett neu beziehen mit schwarzem Leder oder Kunstleder und dann ist hier alles tippitoppi. Und jetzt haben wir hier Kassettenfach drin. Modernes Radio im Moment an Bord, aber im Kofferraum gibt es noch ein altes Radio mit Kassette. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Hier der Schaltknauf in Leder, ist ja auch nicht original, ne? Ist ja sonst eigentlich Plastik. So, M-Technik 2 sehe ich gerade neu bezogen, weil die M-Farben sind so nicht original da dran. Ne? So, aber innen, denke ich mal, kann man sich auf jeden Fall erstmal mit dem Fahrzeug soweit sehen lassen. Wir haben ein mechanisches Verdeck, auch sehr wichtig, weil elektrisches Verdeck braucht niemand. So, hier haben wir also noch dieses originale BMW-Emblem, was ja so ganz leicht gebogen ist bei M30. Wenn er das jetzt neu bestellt, bekommt er leider hier ein sehr flaches angeboten, ohne diese Kurve. Und deshalb gilt es, das halt lange zu erhalten und vielleicht nochmal restaurieren hier. So, also wir kriegen das Radio noch mit. Zwar keine Funktionsgarantie, aber immerhin schon mal ein Gerät, wo man sich vielleicht noch ein Line-In nachbauen lässt oder ein Bluetooth-Modul. Ansonsten ja, haben wir nur einen Stoßdämpfer, das heißt ein frühes technisches Facelift. Irgendwann hatten die Kabel ist ja hier zwei Stoßdämpfer. Hier fehlt leider der Bautenzug, der verhindert, dass die Heckklappe und der Verdeckkasten sich gleichzeitig öffnen. Und das sieht man auch schon, dass es mal gemacht wurde. Deshalb gibt es dann nämlich hier kleinen feinen Kontakt. Gab es hier sonst noch irgendwas Besonderes? Nee. Alle Verkleidungen sind da. Ah, hier ist die Distanzmatte. Die Distanzmatte gibt es dann, wenn ihr hier eine Kreuzspeicher als Reserverad reinpackt. Dann gibt es hier so eine extra Matte, die so ein bisschen Höhe aufbaut. Werkzeug gucken wir jetzt nicht rein, ist ja langweilig. So, ich würde sagen, Motorhaube. Gucken wir nochmal, was da los ist. Also unter der Motorhaube. Innenraum sind wir soweit durch. Ja, ist jetzt erstmal ein sehr schönes Fahrzeug. Ich denke mal, wir gucken uns den gleich auch nochmal von unten an, dass wir hier ein vollständiges Bild haben. Unser erster Blick geht natürlich hier zu den Kotflügeln und wie ihr seht, ist dieser hier noch original, ne, mit der originalen Klebenase, alles schön dreckig und ein bisschen eingestaubt. Das ist ein gutes Zeichen zur Novarot 138-3. So, ansonsten, ja, gebrauchter Zustand hier halt. Könnte ein bisschen Reinigung und Pflege vertragen. Wir haben Euro 2 Kit an Bord. Der Gummi ist auch da, der fehlt ja auch sehr oft. Oder sämtliche Abdeckungen, ne, fehlen ja auch mal gerne. Wir haben kein ABS. Brauchen wir auch nicht wirklich. Hier ist nur der Wachs gerissen. Ich glaube nicht, dass der Schlauch hier schon Probleme hat, sondern der Wachs. Ne? Wie ihr sehen könnt, ist nur der Wachs, der hier ein bisschen Risse zeigt. Das Teil ist komplett ready to go, das heißt einsatzbereit. Kriegt auch noch neuen TÜV. Hat bisher völlig problemlos überzeugt im Fahrbetrieb. Also wirklich einsteigen und losfahren. Der Motor sieht natürlich auch noch super aus mit seinen 147. Ihr könnt immer erkennen, wie das dann aussieht, nämlich man sieht noch ganz klar diesen goldenen Wachs da auf den auf der Ansaugbrücke und auch am Ventildeckel und bei 150 geht er dann so ganz langsam hier ab und bei 200.000 ist dann halt davon nicht mehr viel zu sehen, vielleicht so 50-50 und bei 300.000 ist es den komplett silber. Das ist auch schon mal gut, dass hier dieser originale BMW Motorwachs noch drauf ist, das heißt dieser Motor war auch noch nicht auseinander, was ja auch bei der Laufleistung, wofür es auch gar keinen Grund geben würde. Zahlen nehmen, schauen wir mal, ich sehe was von 2018. Vor 3000 Kilometern, wenn ich es richtig sehe, ist der mal gemacht worden. Könnte man altersbedingt eventuell noch mal machen. Hier gibt es noch einen neueren Zettel. Achso, wir haben hier die gute Dämmung dran vom ETA oder vom E30 M3. Die ist ja nicht Serie, ne? Die hat jemand nachgerüstet, netterweise. Also der Kotflügel auf der rechten Seite ist nicht original. Ne, die Naht ist hier nicht mehr richtig schön vorhanden. Der zeigt auch schon so ein paar kleine Blessuren. Jetzt also mal getauscht worden, würde ich sagen. Und der gammelt ja unten auch wieder ein bisschen rum. Das heißt, die müsste man eh demnächst mal ran an das Teil. Spaltbar ist tadellos. Bestimmt hier oben Originalteil von BMW. Batteriefach ein bisschen angegammelt. Da müsste man mal alles freilegen und entsprechend sofort konservieren, bevor das da irgendwie demnächst ein paar Durchbrüche gibt. Da unten sieht es auch nicht so schön aus. Aber alles noch nicht richtig schlimm. Also wahrscheinlich nur der Dreck, der vom Batteriefach nach unten gelaufen ist. Ansonsten unfallfrei, weil diese ganzen Nasen sind noch da. Die ersten beiden sind rund, wie sich das gehört. Dann könnt ihr hier genau sehen, perfekt, wie es aussehen muss. Zweimal flach, einmal hoch, einmal wieder flach. Sehr schön, sehr schön.
hat auch schon das neue Typenschild, das schwarze hier, ne, wie sich das baujahrbedingt auch gehört. Alle Verkleidungen hier dran, auch am Zündverteiler. Sieht da drin auch noch relativ lecker aus, was man so sehen kann. Ansonsten läuft es tadellos, läuft ruhig. Ist natürlich hier wieder die Sonne weg, ja. Da war noch schön Sonne gewesen. Warum hast du eigentlich auch schon geballert? Da können wir gleich Vollgas geben hier. Jo. Im zweiten Gang. Ja. Ist dritter Gang, aber ist egal. Achso, dritter besser, was ist unser Freund hier? Ja, genau, haben wir schon beginnt. Das sind nur die Akkus im Taro. Okay. Das sind die Taros, die Akkus. Wenn die Batterie lange abwartet, dann sind die Dinger leer. Ich behaupte sogar, fahr noch mal 3 Stunden, dann kommen die irgendwann wieder. Dann funktioniert er wieder. Am Fahrwerk ist wieder perfekt. Das ist halt Eibach Qualität, ne? Schön weich, schön für Restkomfort. Das ist auf jeden Fall eine super Abstimmung. Und vor allem mit den 15 Zoll auch. Das gleiche mit 16, 17 Zoll ist natürlich wieder ein bisschen krasser. Ne? Was macht der hier? Der spielt auch nicht mit uns. Das ist eigentlich nur eine Verbindung von hier nach da zu dem Geldstecker. Okay. Das ist eigentlich nur ein Kabel, dann geht schon fast alles bis auf Außentemperatur. Aber ist ja immerhin schön, dass er da ist. Und ja, auch der große, ne? Hier, ne? Ja, ja. Kann man relativ schnell dann Erfolge erzielen. Schaltet sich tadellos, nichts ausgeleiert hier. Das ist auch schon mal gut. So, 23 Vollgas quasi, bis Bremser. Was passiert? Wie sehen Sie nichts? Zweiter Gang Vollgas. Bei 80 kam dann der Begrenzer so. Und man hätte zwischendurch noch einen Kaffee holen können. Ich hätte noch ein großes Menü nehmen können. Egal. Nochmal mit Ventilspiel ein bisschen gucken und ein bisschen benutzen. Das hat er doch eine Weile umgestanden. Benzin ist alt oder auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das kann doch sich ein bisschen bessern. Er läuft auf jeden Fall, macht keine Klappergeräusche. Damit kann man auf jeden Fall schon mal starten. Ich vermute mal, da gibt noch was. Im zweiten kann er ruhig noch ein bisschen, also der 320er im zweiten Gang ist eigentlich auch noch ganz gut zu gebrauchen. Die Schlapphead ist eigentlich im dritten dann erst da. Wir gucken auf der Bühne. Wegen Differential bin ich mir gerade unsicher, ob das, nicht, ob das vielleicht jetzt zu lange Differential ist oder so. Kann auch noch sein. Ja, dritten Gang Durchzug ist quasi ja, sehr gemütlich. Wie Mercedes fahren, sag ich jetzt mal. Die Kurve rumdriften ist auch schwierig. War jetzt Power. Der Visco läuft auch schon mit. Dem wird jetzt schon wieder ein bisschen warm, der Wagen, oder was? Ich glaube, schon muss ein bisschen pfeifen. Untergang Vollgas, naja, was soll man da jetzt machen? Ja, aber ansonsten absolut tadellos Fahrverhalten, nichts klappert, außer die Scheiben ein bisschen, was normal ist bei mir 30 Kabel, da macht man am besten die Scheibe einfach runter oder die hinteren ein bisschen runter. Lenkt, schaltet, perfekt. Sogar ein bisschen nachblubbern im Auspuff, sportlicher Sound, typisch E30. Also damit kann man im Sommer auf jeden Fall schon antreten und wird jede Menge Spaß haben. Und das alles für weit unter 20.000. Also, ich wäre dabei, wenn ich schon. Wie viel hätte ich denn jetzt? Wie heute denn jetzt? Ich habe Alpina Replika, auch so ein rotes 320er Reserve Cabrio und zwei 30 M3 Cabrios. Ich glaube, ich brauche keinen mehr. Weil das wäre ja wieder genau meine Farbe hier, ganz rot. Und Motorumbau, weiß ich gar nicht mehr. Braucht man das noch? Power und so? Das Ding fährt seine, keine Ahnung, 160 mit Anlauf, 180. Reicht eigentlich. Jetzt den Newton 320 mal von unten hier ein bisschen untersucht und gescheckt. Mal schnell eine Brille geholt. So, was haben wir denn hier? Den Newton P-Topf, ne? Der kommt euch ja bestimmt bekannt vor. Eine gute Alternative aus Polen für kleines Geld, die ein bisschen sportlichen Sound bringt. Und das kann ich auch bestätigen, das hört sich hier wirklich super an. Kleiner Haken ist, dass die Endrohre ein bisschen zu kurz sind, ne? Man kann das hier auch erahnen. Ich sag mal, das hätte ruhig so lang sein können wie das hier. Also da bei MTNIC 2 oder bei anderen Schürzen gibt es auf jeden Fall Probleme, müsst ihr die Rohre neu machen. Hier ist es jetzt eigentlich alles ganz entspannt, funktioniert. So, das Blech dahinter ist stark verrostet, aber das ist, glaube ich, auch einfach nur ein Wärmeschutz, von daher ist es auch egal. So, boah, aber auf jeden Fall Licht, habe ich schon gesehen, viel zu dunkel hier alles. So, also das Ding ist am Vergammeln. Da ist die Frage, wie lange das da noch dran bleibt, bevor es abfällt. Sieht auf jeden Fall nicht toll aus, aber ist auch nicht wirklich wichtig, kein tragendes Teil, sondern nur ein Abdeckblech, was die Hitze von dem Endtopf ein bisschen von der Karosse festhalten soll. Hier sehe ich schon, die müssen wir mal aufpieksen. Die quasi Wasserabläufe sind hier zu.
Und so kleine Löcher, wie ich gerade mache, reichen auch nicht. Man muss da schon ein paar Mal reingehen, weil sonst relativ schnell wieder alles zugeschlammt, kann man sagen. Aber es geht Wasser drin, bis jetzt sieht das mal gut aus. So, Stoßstangenhalter ein bisschen am Rosten, Stoßstangen innen auch ein bisschen am Rosten, aber alles noch im Rahmen. Die müsste man eigentlich jetzt sofort konservieren. Das heißt, runterschrauben, ein bisschen anschleifen, Wundermittel, Hammerit oder ähnliches aufbringen, damit dieser Träger auch noch eine Weile so toll bleibt. Ansonsten, was richtig cool ist hier, die Abschleppöse, die musst du noch nicht viel leisten. Kein Gammel zu sehen. Heckblech generell hier noch tadellos, die ganzen Kofferraumtaschen noch perfekt erhalten. Das ist ja überhaupt nicht normal. Das ist eher die Ausnahme, dass wir das in dem Zustand hier vorfinden. Aber beim Cabrio, naja, kann man es eigentlich auch erwarten, dass es so aussieht. Wenn so ein Auto nicht regelmäßig Winter sieht, geht das schon. Wir hatten ja vorhin ein bisschen gesagt, dass hier was losgeht und das kann man sich hier auch ein bisschen einbilden. Also an der Stelle ist das Blech halt offen. Ich kann es euch, glaube ich, nicht zeigen, aber hier kann ich quasi zwischen die beiden Blechstreifen durchgehen. Da müsste man also jetzt ran. Und das war die Stelle, da gehe ich mal ein bisschen dichter ran, wo es hier auch langsam losgeht mit ein bisschen Gammel. Auch da müsste man jetzt Drahtbürstenaufsatz ran, Hammerit ran und hier diese ganzen Ecken jetzt schützen vor weiterer Korrosion. Ansonsten normaler Gebrauchtwagenzustand hier, ne? Nagelneue Eibachfedern, irgendwelche Standarddämpfer. Das ist auch die Abstimmung, die ich fürs Cabrio 6-Zylinder Vorfacelift empfehle. Ja, typisch P-Topf, ne? Nicht ganz perfekt hier passend von der Genauigkeit her, von der Einbaugenauigkeit her. Das heißt, daher der Gummi hier sehr stark am Kämpfen mit dem Auspuff. Wird auch nicht lange gut gehen, irgendwann reißt das Ding natürlich ab. Müsste man eigentlich hier ein bisschen verlängern, den Anschluss, und dann würde das wahrscheinlich besser gehen. Ansonsten haben wir hier das kleine Diff dran, ungesperrt natürlich, wie man sieht, ne? Ein Rad dreht sich, anderes bleibt stehen. 4.11 müsste das sein, oder 4.27er Übersetzung. Könnte man ja nochmal hier freikratzen, nochmal gucken, was da so draufsteht. Vielleicht seht ihr es schon, ich sehe es noch nicht. Erkennen wir auch die kleinen Diffs an diesen 4 Schrauben. Bei den großen Diffs sind das halt 6 Schrauben am Gehäuse dran. Ja, Bremsschläuche mal hier gemacht worden. Na, diese Stelle ist ja auch ein bisschen doof, kommt man sehr schlecht ran. So, ansonsten Tank hier ein bisschen konserviert. Schweller, Kante unten von Beifahrerseite absolut tadellos, auch die Abläufe noch frei. Kotflügel hier halt ein bisschen am Angammeln. Die Karosse aber noch völlig in Ordnung, das heißt, es ist auch sehr schnell wieder korrigiert hier. Diese Roststelle einfach ein bisschen abschleifen, Farbe ran. Im Zweifel einfach Hammerit schwarz, fertig ist das. Die Lambda-Sonne hier, die da sollte eigentlich irgendwie anders aussehen. Mal schnell gucken, ich glaube, das kommt einfach da ran. Ah ja, guck mal, schon hängt das wieder da, wo es hingehört. Nicht die Vollgummis, sondern noch die normalen Gummis. Bei nächster Fälligkeit von diesen Gummis, ne, bist du ja auf Vollgummis umbauen vom 3.2er E36 M3. Ansonsten hier originale Abgasanlage mit Cut, Mitteltopf, Endtopf. Alles Serie beim 320er halt hier. Völlig identisch zum 325. Die Anlage zweiflutig ausgeführt. Plastikabdeckung. Hier könnte noch eine Schraube fehlen. Benzinfilter. Linke Seite des Schwellers auch noch tadellos. Hier unrestaurierter Originalzustand. Sehr guter. Hier ganz leicht verbogen. Irgendwann mal wahrscheinlich aufgesetzt. Auch hier müsste man jetzt sofort ran, damit das hier keinen weiteren Stress gibt. Gleiches gilt auch für die Stelle. Hier war also mal ein kleiner Feinkontakt. Das ist nur die Tankentlüftungsleitung. Also hier würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Einfach ein bisschen Farbe drauf. Fertig. Bremsleitungen sind hier schon mal ein paar neu gekommen. Das kann man hier also auch gut erkennen. Ne? Die kommen ja original vom BMW tatsächlich vorgebogen. Die Leitung, wenn man die neu kauft. Ein guter Grund, die neu zu kaufen, weil diese Stahlleitungen so perfekt zu biegen ist. Also eigentlich schwierig oder unmöglich. Ja, vorne sind die Federbeine mal ein bisschen restauriert worden. Die haben neue Ankerbleche. Sieht alles relativ gut aus. Schwarz gepulvert, würde ich sagen. Neuer Querlenker, original BMW. Auch selten, ne, dass jemand mal hier original BMW-Teile verbaut. Selben Bremse drauf, wie ich das gehört. Kein ABS, dafür aber RBS-Federbeine. Hier fehlt jetzt quasi dieser Unterfahrschutz. Ansonsten haben wir hier jetzt schon die Aufnahmen für die neueren Kühler. Technisches Facelift sozusagen. Das Blech auch hier in sehr gutem Zustand. Meistens fehlt es ja hier ein bisschen an Farbe und dann fängt es an zu gammeln. Das sieht hier noch richtig gut aus. Ja, geht langsam los, aber noch nicht schlimm. Also hier würde ich sagen, kann man einfach mal unten rum einmal rübergehen, überall ein bisschen konservieren, wo Farbe fehlt, Farbe nachtragen und dann passt es schon. Servoleitung hier ganz leicht undicht.
ist die Ansaugleitung. Hier ist ja die Druckleitung. Dick ansaugen, klein weiterdrücken. Gummis sehen gut aus. Ja, leicht ölfeucht. Ja, ist eigentlich auch der Klassiker beim M20. Muss mal schauen, wo es herkommt. Ist die Frage, ob es wirklich nur die Ölwanddichtung ist oder weiter oben am Nockenwellenhaube irgendwo da die Ecke, Ventildeckelhaube. Sieht auf jeden Fall alles hier nicht schlecht aus, was ich so sehe. Die Zarge noch vorhanden. Bisschen verschmutzt. Also ich wäre mit dem Zustand von unten doch sehr, sehr zufrieden. Das ist eine super Basis, um mit ein bisschen Kosmetik hier noch einen perfekten Zustand herzustellen. Das ist die Frage, was diese Schraube, die da nicht hingehört, was die festhält. Oh, schwer zu sagen. Die Schraube hat da eigentlich nichts zu suchen. Naja, ja, aber ansonsten würde ich sagen, tadelloser Zustand vom Unterboden, dem Alter entsprechend minimale Tätigkeiten, die man hier machen muss. Ja, von daher würde ich sagen, Fahrzeugcheck beendet. Was denkt ihr, was ist das Fahrzeug wert? Für was kann man das jetzt hier inserieren? 147.000 gelaufen, 320i, Schaltgetriebe, Zinnoberrot, vermutlich Erstlack, ohne größere Mängel, direkt einsatzbereit. Damit könnt ihr sofort in den Sommer losstarten. Ja, dann fahren wir noch mal kurz 325i, um mal zu gucken, ob 325i mehr kann als 320er. Das ist natürlich schon mal ein bisschen unfair, weil zwei Türe gegen Cabrio, hier fehlen ja schon mal 100 Kilo. Wenn jetzt die Rückbank fehlt, hörst du natürlich auch ziemlich krass Differential und sowas alles. Ne? Weitwinkel hast du aber. Jo. Und dieser komische helle Sound, so trompetenmäßig so leicht, das ist der Fächer, glaube ich. Ja. Weil der Endtopf ist auch Serie. Und durch das Loch hörst du natürlich auch da hinten die Steine so gegenschlagen. Ja, das Einlenken ist natürlich schon mal geil, ja. Also dieses Einlenkverhalten hier durch die kleinen Räder und so. Ja, tickert ganz schön das Ding, ne? Ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen was. Warm ist das auch nicht, aber naja. Was der dritten Gang zieht jetzt. Und der zieht da eigentlich schon ein bisschen los. Ja. Er kann schnell voller fahren mit 325, wenn er jetzt nicht eigentlich die Gänge ausfahren will. Kommt da doch noch ein bisschen was. Ja, das haben wir auch schon in die Ebene, oder? Ein bisschen sich rantasten oder geht eigentlich?